Der zweite Wettkampftag des Judo Grand Slam in Abu Dhabi setzte ein Friedenszeichen. 21 jüdische und muslimische Kinder aus Israel waren nach Abu Dhabi gereist, Ausdruck der Beziehung, die zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten inzwischen besteht. Marius Wieser, der Vorsitzende des Judo-Weltverbandes, betonte, Judo habe keine Grenzen. Das sei das beste Beispiel und der beste Weg, um Freundschaft, Einheit und Solidarität zu zeigen. Die Britin Lucy Renshaw gehört in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm zu den besten Judoka der Welt. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, lieferte die 26-Jährige diesen in Abu Dhabi. Sie zog ins Finale ein. Dort hatte sie sich mit Barbara Timo aus Portugal auseinanderzusetzen. Renshaw beeindruckte, gewann zum 5. Mal eine Grand-Slam-Veranstaltung. Schon im Vorjahr war die Britin in Abu Dhabi siegreich. Suhail Al-Arefi, Generaldirektor des Sportausschusses von Abu Dhabi, war der Mann der Medaillen. Ich mag es hier sehr. Meine erste Bronzemedaille bei der Junioren-WM habe ich in dieser Halle gewonnen. Und dann zwei Grand-Slam-Medaillen vor dieser hier. Irgendwie läuft es hier für mich, so Renshaw. Der Schweizer Nils Stump gewann ebenfalls. Er holte Gold bei den Männern bis 73 Kilogramm. Der bisher größte internationale Erfolg des 25-Jährigen aus Uster. Im Finale kämpfte Stump den Italiener Giovanni Esposito nieder. Oybek Kasimov, Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees Usbekistans, nahm die Siegerehrung vor. Ich fühle mich großartig und bin einfach glücklich, meine erste Grand-Slam-Goldmedaille gewonnen zu haben, sagte Stump. Gabriela Willems aus Belgien gegen Elisabeth Teltsidou aus Griechenland lautete das Schlussduell bei den Damen bis 70 Kilogramm. Es gab einen griechischen Sieg. Tennisspielerin Sorana Kirstea übergab das Gold. Nicolas Chilard holte in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm den Sieg. Das Erstlingswerk des Franzosen, denn es war seine erste Goldmedaille auf der Welttour. Wladimir Bartha, Sportdirektor des Weltjudoverbandes, gratulierte. Unser Wurf des Tages war ein sehenswerter Osotogari, ausgeführt von Nukzari Tatalashvili. Der gebürtige Georgier ist mittlerweile Staatsbürger der Vereinigten Arabischen Emirate. Seine große Außensichel sorgt in Abu Dhabi für Begeisterung. An diesem Sonntag heißt es: Matte frei für die Schwergewichte.